Gaias Selbstopfer hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Hättest du mal vorher gemacht. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Das ging schneller als erwartet. Okay. Dann hätte er das doch schon das letzte Mal machen können. Bitte nochmal. Der beobachtet uns. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Oh, Silence. Wir müssen mal irgendwie über deine Motivationsfähigkeiten reden. So, erstmal wieder reinkommen. Das war hier, genau. Komm, pass auf. Jetzt nicht runtergucken. Nicht gucken. Das sagt sich so leicht. Warte mal. Das Einzige, was das letzte Mal noch nicht da war, war die Leiter. Klopft er sich jetzt gerade auf die Schulter, weil er eine Leiter dahin gehängt hat? Der Rest war vorher schon da. Na gut, ich bin mal gespannt. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Mhm. Seine Werkstatt. Das heißt, er hat einfach nur eine Leiter runtergelassen. Und hat sich wahrscheinlich darüber amüsiert, wie ich das letzte Mal, als ich hier war, wie blöde versucht habe, da hochzuspringen. Du hast später noch genug Zeit, hier alles durchzuwühlen. Durchzuwühlen. Yay. Die muss man erstmal noch hochbekommen, die Leiter. Das ist seine Werkstatt. Der wohnt hier unter anderem. Na, dann reden wir mal mit ihm. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Vielleicht hätten es auch freundliche Worte getan, aber da hat er natürlich auch kein Gefühl für. Wann bist du gekommen, Watt? Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Dann ist er wohl geschlichen, oder? Weil er wird doch nicht jedes Mal die Viecher hier erledigt haben, sondern er wird um sie herum geschlichen sein müssen. Aber das meine ich eben. Es kann doch nicht sein, dass gut Aloy hat halt die Gene von Elisabeth Sobeck, das ist klar. Und vielleicht kommt das dann auch halt dann dadurch. Wobei das immer noch bei ihr was anderes ist. Na? Und Silence hatte auch diese Neugier, diese Wissensneugier. Warum haben die anderen das nicht? Warum sind wir so ungefähr die Einzigen, die neugierig darauf sind, was da am Berg oder in den Bergen auf einen wartet? Menschen sind so. Menschen sind neugierig. Menschen wollen wissen. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte,
Die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Also erst Hades. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Was? Woher weiß er das denn? Wieso bleiben uns nur wenige Stunden? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist, Silence sitzt, wissen wir noch, vom letzten Mal in seinem Ohrensessel und trinkt Gurke-Minztee. Was anderes macht er nicht. Und genau, Empathie ist für ihn wirklich ein Fremdwort. Von wem kam denn dann der Virus? Erst vor 19 Jahren wurde er dann freigesetzt. Ja, vor 19 Jahren gab es diese Initialzündung. Erstmal frage ich mich, woher die Energie genommen wurde, mit der Aloy praktisch geboren wurde, weil ja die Nährstoffspeicher leer gewesen sind. Dann frage ich mich, wer das verursacht hat, was da passiert ist, dass Hades auf einmal den Virus losgeschickt hat und Gaia zerstört hat. Also da muss dann noch irgendjemand seine Finger im Spiel haben. Oder war zu neugierig und hat irgendwas ausgelöst. Oh oh. Aha. Okay. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Wow, für ihn sind wir einfach nur ein Schlüssel, oder? Och, Mann, ey. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Der hat erzählt uns ja sowieso nicht alles. Ich habe da eher den Verdacht, dass da noch ein bisschen mehr hinter steckt und finden wir es raus, ne? Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Die Master-Überbrückung sollen wir finden, damit wir Hades zerstören können. Ich will aber auch Hades zerstören. Ich will nicht nur Hades zerstören, sondern auch Hades zerstören. So, da sind wir lang. Deshalb geht es mir hier lang. Gaia Prime, Ankunftsprotokoll. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelette essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit betreiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Du bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Aha. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Yay. Travis Tate, derjenige, der Hades programmiert hat. Pass auf, wo du hintrittst. Darum überrascht mich das nicht. Ja. Okay.
Oh, ich würde mich doch nur zur Kante fallen lassen, danke. Und loslassen. Okay, da geht's weiter. Sehr beruhigend. Oh, wir müssen runter. Sehe ich das richtig? Müssen wir runter? Eigentlich nicht, oder? Die Masterüberbrückung. Abseilen, na gut. Was zum Hochklettern. Da kommen wir wieder hin. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Aha. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, wo mich das eigentlich hinführt. Warte mal, Moment. Alles klar, das heißt, das andere ist optional. Oder man kommt da einfach wieder hoch. Das kann natürlich auch sein, aber ich muss es einmal eben ausprobieren. Hallo? Okay. Da sind wir eben runter. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Ich liebe es. Ha. Oh, das wäre es fast wert, oder? Die Frage ist, kämpfen wir hier? Und dann werden wir dann woanders hingeschickt, sonst würde ich echt, ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Rüstung hole. Ich bin echt am Überlegen. Ist auch noch irgendwas. Kann aber sein, dass wir da wieder rauskommen. Könnte sein. Na, ich glaube, da kann man nicht. Doch, da kann man. Doch, da kann man hoch. Hallo? Warte mal. Da ist doch irgendwas. Nee. Okay. Da sind Markierungen, aber ich glaube, da kommt man nicht hoch. Oh, das, wir gehen einfach erstmal weiter. Und ich guck mal, was passiert. Weil hier ist auch kein Feuer. Ich will nicht wieder den ganzen Weg da laufen müssen. Wir gehen einfach erstmal weiter. Aha. Quercus, jetzt weißt du, wo du gucken kannst. Ja, schick mich los. Ich finde alles. Denk nicht drüber nach, Aloy. Mach es einfach. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Will ich das so wirklich? Ich kann aber doch hier rüberspringen, oder? Ja, kann ich. Warte, springt sie so rüber? Nein, macht sie so nicht. Okay, das ist ein bisschen blöd. Dann versuchen wir es doch mal eben so. Oh Gott. Eieiei. Ei. Halt dich fest, ey. Gott, danke. Die hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Ja, bitte. Nicht antworten. Danke. Gott sei Dank hält er jetzt einmal die Klappe. Oh, das wäre geschafft.
Huch. So schräg hier. Da sollen wir hin. Hier mal erst einmal umgucken. Da ist aber nichts mehr. Da ist alles eingestürzt. Okay, nee, das war's. Okay, dann folgen wir doch mal. Halt. Mal, dass man es nicht komplett auffallen. So. Okay, ist aber auch nichts. Nicht hier lang. Vielleicht den Schacht hinauf? Ach so, okay. Danke für den dezenten Hinweis. Also nach oben. Alles klar. Da geht's weiter. Nein, 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 nein. Da geht's weiter. Okay. Ich kann dieses Ding auf dem Kopf nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Ich muss mich mal umziehen hier. Ziehen wir das einfach mal an. Das ist zwar grün und eher auf Tarnung, aber wobei die Gesichtsmaske, sie sehen aus wie ein Held. Marvel, DC, keine Ahnung. Hier müssen sie gelebt haben. Es ist nicht viel übrig. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. Sind wir wahrscheinlich Hawkeye oder so. Super, ey, Leute. Loot, Lizzie schlägt so, ja. Maskball. Brasilianischer, was meinst du, wir gehen jetzt ringen oder sowas? Okay, da sollen wir lang. Das heißt, wir gehen erstmal komplett in die entgegengesetzte Richtung und finden hoffentlich irgendwas Lohnenswertes. Gut, in der G-Zelle bin ich jetzt glücklich mit, ne? Vielleicht noch irgendwie ein links, eine... Nein? Verdammt. Ich hätte mir gerne noch irgendwie so eine Datei gewünscht oder so. Das ist doch prädestiniert dafür. Aber hier ist auch nichts angezeigt auf der Karte. Hatten wir jetzt eigentlich eben noch irgendwas gefunden? Datenpunkte. Gaia Prime, das hatten wir gehört. Das Hologramm hatten wir gesehen. Gaias letzte Bitte. Nee. Die Glyphen müssen wir auf jeden Fall noch. Und zu Frozen Wilds kommen wir noch. Alles klar. Da haben wir was. Aber ich muss trotzdem gucken. Was haben wir denn da? Ein Sprachprotokoll von Charles Ronson. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal, sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre, wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet.
Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Sag mal, wird sie wohl nicht tanzen? Ich glaube nicht. Es sieht aber cool aus. Also das ist jetzt speziell. Es sieht aber nicht speziell nach einem Schleichoutfit aus. Bloß eben halt, die Maske sieht ein bisschen befremdlich aus. Ich renne jetzt bloß nicht weiter, weil ich Angst habe, dass Silence und sie wieder ein Gespräch führen und dann das Protokoll dann unterbrechen. Das wollen wir uns ja anhören. Also ich will mir das anhören. Ja, oben eigentlich auf dem Radar gucken, ob da irgendwas ist, aber... Ich will mich einfach überzeugen, dass hier nichts rumliegt an Dateien, die wir einsammeln können. Aber wenigstens ist hier keine Eklipse, das ist schon mal ganz angenehm, diese Ruhe. Elisabeths Zimmer. Ich weiß, sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Aber warum konnte sie nicht auspacken? Die anderen scheinen... Oh, Becker, das ist auch witzig. Die anderen scheinen doch alle schon länger hier gewesen zu sein und sie konnte nicht auspacken. Ich meine, dass man jetzt vor lauter Arbeit oder sowas, das ist ja wie beim Umzug oder so, ne? Da packt man noch nach Jahren irgendwelche Kisten aus oder packt sie weg und nimmt sie praktisch wieder mit oder so. Aber das ist ein bisschen... Okay. Das heißt, wir können die jetzt auch nicht lesen, ne? Die Tagebücher, die sind jetzt momentan erstmal für uns nicht... Das war Charles Ronson. Datenpunkte... Datenpunkte-Quest. Ja, Sobeks Tagebuch. Wird repariert. Alles da. Nach dem Kindergarten. Ja gut, das heißt, wir müssen abwarten. Vielleicht kriegen wir eine Meldung, wann die wieder zu lesen sind. Ich erhoffe mir dadurch einfach mehr Aufklärung. Warte mal, wo geht's denn hier weiter? Ach da, Mensch. Oh, das Gefrorene hier überall. Das sieht schon cool aus. Okay. Elisabeth. Was ist das? Oh. Das möchtest du, glaube ich, nicht wissen. Das sind Blumen, ne? Alles klar. Ach, das ist ein Auto. Das sah eben aus wie ein Auto. Warum sind hier solche Gänge? Tür aufstemmen. Okay, warte. Wahrscheinlich können wir da drüben nicht rein und müssen dann hier weiter, ne? Dann geben wir uns erstmal... Aber das wird ein... Ja, Grab, weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung wird das sein, denke ich mal. Gehen wir einfach gucken. Was ist denn da passiert? Gutachten. Hier spricht Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 mm. Doch eins ließ eine Lücke von 10 mm. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm dieser Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen.
Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen. Der Schwarm ist zu nah. Wirklich. Es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern. Dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir es. Also... Mach's gut, Liz. Und... Wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Okay. Natürlich, es war ihre Rüstung. Und deswegen finden wir die auch draußen. Deswegen finden wir sie draußen. Das war ihre Rüstung, weil diese, genau diese Rüstung ist da, wo die Energiezelle ist. Ei, oh, puh. Sie hat sich geopfert. Gut für was Heeres, sonst hätte das alles, wäre das alles, alles in die, ja, wäre alles umsonst gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätte. Während die dann noch rumdiskutiert haben, besser als machen, hat sie gesagt, wisst ihr was, Kinder, ich gehe raus, ich mach das. Eieiei. Rede mit Silence. Ich will jetzt nicht mit Silence reden. Sie hat ihr Leben geopfert. Sprachnachricht von Ted Farrow, okay. Ruhe in Frieden. Ach, die haben jetzt hier ihre Grüße hinterlassen. Von Travis Tate. Was hat er denn zu ihrem Tod zu sagen? Von Charles Ronson. Das wird doch irgendwas Flapsiges sein. Ich weiß es jetzt schon. Ich will mir nicht anhören, was Silence zu sagen hat. Wirklich nicht. Er sagt wieder irgendwas Gemeines. Ich weiß es genau. Ich höre mir erstmal den Nachruf an. Ich denke mal, es sind Nachrufe. Oh. Von Charles. Der wird was Nettes gesagt haben. Ja, das ist echt. Es ist. Aber es ist wieder so ein Gänsehautmoment gewesen. Oh Mann. Von Charles Ronson. Du würdest es hassen, Liz, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elisabeth Sobeck... Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Oh. Hallo, Abmann-Büro. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Okay. Von Ted Farrow. Was ist mit den anderen? Ich hoffe, die finden wir noch. Was?
Och komm, echt jetzt. Na gut, wir hören uns trotzdem an. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Überraschung. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal spielen. Ach, ein wunderschöner Nachruf, Ted. Vor dem habe ich jetzt ein bisschen Angst, was Travis Tate zu sagen hat. Ach, aber auch nicht viel. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es weiß Gott verdient. Okay, das war harmloser, als ich es befürchtet habe. Okay, das war okay. Na gut, dann riech mir silent. Die Störung ist in-game. Ja, diese von den Sprachnachrichten, ja, von den Störungen manchmal im Audio gehört leider, ist, ja, das bekomme ich leider nicht besser hin. Na, du Herzchen, was hast du jetzt zu erzählen, hm? Aloy? Silence. Sie ist tot. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Benimm dich nicht wie eine Maschine. Ach ja, komm. Was erwarten wir denn anderes von ihm? Nicht so, wie du meinst. Du verstehst es einfach nicht. Du hältst sie für besser, weil sie klüger war. Wegen der Idee zu Zero Dawn. Doch darum geht's nicht. Was sie besser machte, war die Bereitschaft, sich selbst zu opfern. Für andere. Für die, die noch kommen sollten. Nein. Ihre Schöpfung sollte nicht versagen. Du verwechselst Willen mit Sentimentalität. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Ja. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Stimmt. Du und ich hätten niemals existiert. Stimmt. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Stimmt. Wenn Gaia nicht von Elizabeth Gefühle einprogrammiert bekommen hätte, hätte sie nicht eingegriffen. Dann hätte sie das wahrscheinlich zugelassen oder ich weiß das nicht. Sie hat sich ja geopfert dafür. Sie hat ein Opfer gebracht. Also, oh, wow. Stimmt. Okay, da haben wir noch was. Gehen wir mal weiter.